Herr Dr. Warm, wir sind hier beim ASCO 2012 in Chicago. Heute ist Sonntag, der 3. Juni. Es gab eine Sitzung zur personalisierten und zielgerichteten Medizin. Was sind da die Herausforderungen für die Forscher, aber auch für die Mediziner? Ja, es war wie immer eine sehr interessante und auch kontroverse Sitzung, die nochmal ziemlich klar gezeigt hat, dass die Medizin sehr komplex und sehr schwierig ist. Viele zielgerichtete Therapien haben in den Studien versagt. Es geht darum, und das wurde sehr klar deutlich, die Patienten besser zu analysieren und das System, wie es heute besteht, im Prinzip umzukehren. Also erst Analysierung der Patienten, Eigenschaften des Tumors und darauf dann gezielt die Therapie abzustimmen und nicht, wie es heute ist, dass man mit der Therapie beginnt und dann schaut, wie die Therapie wirkt. Gibt es denn solche Marker schon? Ja, es gibt eine Vielzahl von Markern, die allerdings sehr kontrovers diskutiert und auch besprochen wurden, weil auch die Ergebnisse sehr kontrovers sind. Wichtige Marker sind Ki-67. Wir haben heute auch gehört, P53 kann ein wichtiger Marker sein, aber auch der hat in diesen Subgruppenanalysen immer wieder unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Und ich glaube, da muss man noch viel lernen, um letztendlich da genaue Aussagen treffen zu können. Ist denn die Auswertung in den verschiedenen Labors für diese Marker standardisiert, so dass die auch immer gleich herauskommen? Oder gibt es da noch Schwachstellen? Auch da, glaube ich, kann man klar sagen, dass es Schwachstellen gibt in Zukunft. Und das wird jetzt auch schon von den Studienzentren umgesetzt und auch in Deutschland umgesetzt, dass es eine zentralisierte Aufarbeitung dieser Marker geben werden muss. Es ist sicherlich dann etwas, was in die Routine übergehen muss, notwendig, um das eben auch wirklich ortsnah machen zu können. Aber um solche neuen Marker überhaupt einzuführen, braucht es eine Zentralisierung. Überholen diese neuen Marker unsere alten Marker wie den Östrogenrezeptor oder das HER2 oder spielt das alles noch weiter mit rein? Die altbewährten Marker spielen nach wie vor die größte Rolle und die zusätzlichen Marker können eigentlich nur eine Ergänzung sein. Aber wo sie dann am Ende genau stehen werden, das ist einfach noch nicht zu beantworten. Heißt das, dass vielleicht auch Therapien, die heutzutage in Studien ausprobiert worden sind, keine guten Ergebnisse gebracht haben, weil man einfach noch nicht weiß, wer die Patientinnen oder Patienten sind, die davon wirklich profitieren? Ja, das ist ganz stark zu erwarten. Also zum Beispiel auch der PARP-Inhibitor hat ja enttäuscht, obwohl wir uns sehr viel davon versprochen haben. Gerade bei den Patienten, die eine Genmutation haben, glaube ich, ist da die Behandlung mit PARP noch nicht abgeschlossen. Und gerade bei diesem Beispiel geht es darum, entsprechende Marker genau zu identifizieren, um die Patienten dann entsprechend zielgerichtet zu behandeln. Sagen Sie vielleicht noch unseren Zuschauern, es gibt ja prognostische Marker und prädiktive Marker. Was ist da der Unterschied? Also der Unterschied ist einmal, dass der prognostische Marker letztendlich etwas über die Prognose aussagt. Wie ist die Prognose der Patienten für die nächsten Jahre zu sehen? Hat sie ein höheres Rezidivrisiko oder ein weniger Rezidivrisiko? Und prädiktive Marker sind eben Marker, die prädiktiv sind für eine zielgerichtete Therapie oder eben nicht. Das heißt, für den prognostischen Marker ist zum Beispiel befallene Lymphknoten oder nicht? Eher untergeordnet. Untergeordnet. Was sind dann die prognostischen Marker in einem Befund? Also wichtig sind, also heutzutage unterteilt man ja eher in Luminell A und B Karzinome und weniger in Tumorgröße und Nodalstatus. Das geht also immer mehr in die eigentliche Biologie der Patientin, um die Prognose letztendlich zu bestimmen und daraus natürlich dann auch die Therapie abzuleiten. Gut, jetzt haben wir zwei neue Begriffe, Luminal A und Luminal B. Können Sie vielleicht kurz sagen, welche Patientinnen worunter fallen? Also Luminal A, das sind eben die Eigenschaften, die wir eigentlich alle kennen, sind dahinter versteckt. Also Luminal A, zum Beispiel der Ki-67-Wert, darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Auch da sind die Experten, sage ich mal, nicht hundertprozentig einig, also der Cut-off ungefähr bei 19% zu sehen. Also unter 19% ist wichtig, Hormonrezeptor positiv ist natürlich die Bedingung und HER2 negativ. Das sind die sogenannten Luminal A-Karzinome und das ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern das ist auch zu sehen, unabhängig vom Nodalstatus, also unabhängig, ob der Lymphknoten befallen ist oder nicht. Und Luminal B ist dann im Vergleich dazu? Luminal B ist dann eben zum Beispiel der Ki-67-Wert über diese 19% oder es gibt eine HER2-Überexpression. Und dann haben wir ja, um das jetzt zu komplettieren, auch noch die Basal-like.
Ja. Tumoren. Welche sind das? Also das sind die, die praktisch keine Eigenschaften für Hormonrezeptor tragen, beziehungsweise auch HER2-neu negativ sind. Das sind die sogenannten triple-negativen Mammakarzinome. Vielleicht als kleiner Ausblick, meinen Sie, dass es noch sehr lange dauern wird, bis wir noch neue Marker, zuverlässige Marker bekommen, um die Patientin genauer analysieren zu können oder den Tumor der Patientin, um dann eine möglichst genau richtige Therapie mit hoher Ansprechrate für die Patientin zu finden? Oder sind wir da schon sehr nah dran? Also ich befürchte, dass wir in einzelnen Punkten, also ich befürchte, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Ich möchte auch nicht zu viel Negatives mitbringen vom ASCO erzählen, sondern es gibt sicherlich auch erste Ansätze, wo wir so kurz davor sind. Ja, aber ich glaube, dass die ganze Medizin und die Biologie sehr komplex ist und auch in einem Vortrag heute wurde eben gezeigt, dass eben auch im Verlauf der Erstdiagnose, wenn dann eben Metastasen entstanden sind, sehr viele Mutationen stattfinden. Also der Tumor ändert sich im Laufe der Zeit und das macht die Aufgabe umso schwerer, dann eben die Patienten zielgerichtet effektiv zu behandeln. Das zeigt aber auch, dass wenn Metastasen auftreten, wenn irgendwie möglich, man da nochmal eine Probe gewinnen sollte, um festzustellen, ob das die gleichen Merkmale sind wie im ursprünglichen Tumor, soweit wir das heutzutage prüfen können, oder ob da neue dazugekommen sind. Also das ist heutzutage eigentlich Bedingung, auch wenn die Ersterkrankung vielleicht auch nur eine kurze Zeit her ist. Es ist unwahrscheinlich wichtig, eine Biopsie zu bekommen. Manchmal ist es technisch nicht möglich oder nur mit sehr hohem Aufwand. Das muss man dann natürlich abwägen. Aber das wäre ganz klar zu fordern heutzutage, wenn eine Metastasierung besteht, der Verdacht, dass man das auch bioptisch sichert. Unter Umständen findet man auch manchmal was anderes. Vielen herzlichen Dank. Bitte.